Statt einer formalen Konferenz mit einem Referenten und den Teilnehmern auf der anderen Seite sind wir im Barcamp-Format bei einer sogenannten Unkonferenz. Alles läuft etwas legerer und lockerer ab, denn wir gestalten vor Ort das Programm gemeinsam. Wir dürfen uns duzen, weil wir davon ausgehen, dass alle sich auf Augenhöhe begegnen, dass jeder als sogenannter Teilgeber da ist, dass jeder einen Bereich hat, in dem er oder sie sich besonders gut auskennt, von dem alle anderen profitieren können. In welchem Bereich kann ich eine Session anbieten, eine sogenannte? Für eine Session haben wir immer 45 Minuten vorgesehen und eine Session kann ganz viele verschiedene Formate haben. Es kann sein, dass ich einfach nur mit einer Frage reingehe und sage, an unserer Schule haben wir folgendes Problem. Wollen wir gemeinsam überlegen, wie sich das lösen lässt? Oder ich gebe einen Input und sage, ich habe eine tolle Unterrichtseinheit entwickelt, die lief so und so und so und so ab und stelle das vor. Neben Input, Diskussionsrunden, lassen sich natürlich auch Workshops durchführen und man sagt, ich habe ein tolles digitales Tool für den Unterricht entdeckt. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert und ihr könnt gerne selbst probieren. Ich stehe für Fragen zur Verfügung. Es lohnt sich also, sich im Vorfeld schon einmal Gedanken darüber zu machen, welchen Schwerpunkt habe ich, welches Interesse, was kann ich mit den anderen teilen, wie genau stelle ich mir meine Session vor. Wir sind gespannt und für alles offen. Wir hoffen also darauf, dass Synergien entstehen, dass wir ein Netzwerk aufbauen können, in dem wir uns gegenseitig inspirieren, unterstützen können, bei Problemlösungen helfen. Sage dann hoffentlich auf bald, bis zum 27. April, zum ersten Barcamp Schleswig-Holsteins für Lehrer. Wir machen Medienbildung.